Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Manga-Review. Nachdem ich es ja im Video letzten Samstag ankündigt hatte, gibt es heute die Review zu Duranki, dem so ziemlich letzten Werk, an dem Kentaro Miura mitgearbeitet hat. Auf das ich sehr gespannt bin, obwohl im Vorfeld halt schon bekannt war, es ist Ext. Und ja, ich habe dann auch Kommentar bekommen, dass man halt gespannt sei auf die Review, weil man hier doch sehr unsicher ist, weil preislich ist Panini mal wieder. Ja. Aber ich würde sagen, erstmal reden wir, worum dreht sich überhaupt in Duranki? Und das ist gar nicht mal so einfach zu erklären. Und zwar im Wesentlichen steht im Mittelpunkt das Findelkind Usumgalu, der so gesehen eine Hermaphrodite ist, also intersexuell. Also er hat sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsteile. Ich betitel ihn hier jedoch als er, weil er sich selber auch als Sohn von so und so im Manga betitelt. Dieser ist so ziemlich der letzte Halbgott oder ähnliches. Es hält sich am Anfang halt noch sehr vage. Und ja, der wird dann auf den Heiligen Berg Nizir geschickt und von da an lebt er dort mit einem alten Ehepaar und trifft dann auch auf die Kinder aus einem benachbarten Dorf und lernt so nach und nach die Welt kennen und verzaubert alle mehr oder weniger durch seinen Intellekt, weil er super krasse Erfindungen hat. Und ja, nun zu den Grundinformationen. Duranki ist im Wesentlichen eigentlich von Studio Gaga, soweit ich es verstanden habe. Und zwar die Grundidee selber basiert auf dem Werk Amazonen, was Miura ursprünglich als Skript eingereicht hatte, was halt straight up eine Isekai-Story war. Und hier hinten steht dann auch auf den folgenden Seiten veröffentlicht ein Manuskript, bla bla bla. Das Werk mit dem Arbeitstitel Amazon wurde von Studio Gaga gezeichnet und nach größeren Ablehnungen schließlich veröffentlicht. Und ja, das ist halt, also soweit wie ich es verstehe, ist das Werk eigentlich weitestgehend wirklich von dem Team von Miura gemacht. Nur die Idee selber stammt eben mehr oder weniger von Miura. Und ja, das ist halt dann die Abänderung von diesem Original-Manuskript. Das Ganze kostet in der normalen Edition 19 Euro, was happig ist bei, ich glaube, 260 Seiten oder so um den Dreh herum. Und in der Limited Variant Edition 29. Die Limited Variant Edition ist aber eine absolute Unverschämtheit. Zu der kommen wir auch gleich nochmal. Und ja, das Ganze ist halt dann noch übersetzt. Oh Gott, wo steht bei Panini der Übersetzer? Oh Gott, eine Übersetzung John Schmidt Weigan. Und sie haben das hier. Oh, ich hasse sowas, wenn das alles irgendwie so super klein abgedruckt ist. Und ja, nun zu meiner Review. Und ich muss wirklich sagen, dieses Werk hat mir nochmal verdeutlicht, was für einen großen Verlust wir eigentlich erlitten haben durch das Ablehnen von Kentaro Miura. Denn ja, Duranki ist von Studio Gaga gemacht. Allerdings die Grundidee ist eben von Miura und Miura hat halt auch Studio Gaga stark geprägt. Und das Ding steckt nur so voller kreativer Energie und liest sich einfach komplett anders als das, was man auf dem deutschen Manga-Markt eigentlich sonst bekommt. Ich finde die Welt, die dort gezeigt wird, einfach super faszinierend. Es ist halt sehr stark angelehnt an die griechische Mythologie. So auch im Originalskript. Und zumaßen im ersten Band passiert noch nicht wirklich viel. Und mehr als im ersten Band gibt es halt auch nicht. Das heißt, es wird auch nicht irgendwie schon am Anfang irgendwas geklärt. Nein, ganz im Gegenteil. Der Manga endet sogar auf einer echt beschissenen Stelle, wo halt gerade irgendwie ein Kampf beginnen sollte. Ja. Das sollte halt jedem bewusst sein. Trotzdem muss man hier einfach sagen, das Ding hat so viel coole Ideen. So ein schönes Artwork, wo man halt auch wiederum sagen muss, das ist halt auch Miura geschuldet. Weil ne, Studio Gagas Art ist halt sehr Miura nachempfunden. Und es sieht halt einfach wirklich richtig toll aus. Das wäre so ein Werk gewesen. Wenn man das fortgesetzt hätte, wäre das wahrscheinlich das nächste große Epos gewesen. Also nach Berserk, dann zum Beispiel in Duranki. Und
der Mann, Miura, steckte so voller Ideen. Er hatte wahrscheinlich halt genug Ideen, wo man gut 5 Lebenszeiten allein für gebraucht hätte, um die zu adaptieren. Und Duranki zeigt, was hätte sein können, wenn Miura nicht ständig an Berserk gearbeitet hätte. Wer weiß, vielleicht wäre Duranki das nächste große Werk gewesen. Und es hat halt das Potenzial. Die Welt war cool, weil griechische Mythologie, Usum Galu, ist an sich auch ein sehr cooler Hauptcharakter. Sehr gelassen und kühl, aber trotzdem auch sehr neugierig. Ich nenne ihn halt jetzt ihn, eigentlich sehr, sehr gern. Und es hat mich wirklich interessiert, in welche Richtung das geht. Auch die Fabelwesen, wie hier Pan, der gezeigt wurde, richtig süß. Es hatte dann teilweise auch noch ein paar witzigere Momente, aber auch ernstere Momente. Und ich hatte hier halt per se Spaß bei, obwohl es eben mittendrin endet. Also wirklich, das seid gewarnt, wenn ihr wirklich Interesse habt an Duranki. Es wird kein zufriedenstellendes Ende haben. Nein, es ist halt wirklich cancelled. Leider. Leider, leider, leider. Und dann muss man halt die große Enttäuschung neben eben dem sehr abrupten Ende. Die Variant-Edition von Panini ist eine absolute Frechheit. 10 Euro Aufpreis, ein Umschlag mit Metallic-Effekt, der in keinster Weise der Legacy von Miura gerecht wird und in meinen Augen einfach nur Abzocke ist. Und ich finde es wirklich widerwärtig, wie Panini scheinbar einfach, ja, Miura ist tot, lass das Ganze jetzt nochmal ein bisschen melden. Und ja, ich fand ja schon die Berserk Limited Editions ein bisschen enttäuschend. Aber das ist ein ganz anderes Level von Dreist und ich bin maßlos enttäuscht vom Verlag. Und natürlich muss man jetzt noch sagen, okay, der Preis, 19 Euro, ja, ist teuer bei 205 Seiten. Es ist zwar Großformat, okay, und allerdings würde ich sogar sagen, es ist in dem Fall es wert. Denn per se ist nur das Stück hier, der Manga. Das hier, ich hoffe, man sieht's, ist tatsächlich das Skript von Amazonen, dem Ursprungswerk, auf dem Duranki eben basiert, was halt irgendwie ein 80 Seiten Manuskript ist mit den ersten paar Plotpoints, mit den Charakteren, die dann vorgestellt werden, paar Dialogideen. Und ich bin eigentlich niemand, der gerne Text liest, also auch hier, es ist halt dementsprechend sehr textlastig, mit ein paar Zeichnungen immer mal wieder, aber wesentlich 80 Seiten Text mit ein paar Zeichnungen eben. Allerdings, es ist super faszinierend, weil so ein Manuskript sieht man selten. Und vor allem nicht eben von einem Mann wie Miura, der das halt einfach so eingereicht hat. Hey, ja, ich hatte hier die Idee. Was haltet ihr davon? Und basically, das war halt eine Isekai-Story, bevor Isekai überhaupt groß wurde. Und eben weil Isekai dann groß wurde, hat man sich eben entschieden, lass mal lieber Amazon umschreiben zu Duranki und es ist eben dann doch keine Isekai-Story mehr. Was ich schade finde, denn no joke, Amazonen klingt auch wie ein Werk, was ich so gern gelesen hätte, weil es hat badass female characters, weil halt, ne, die Amazonen, allerdings nicht im Sinne von, wie es heutzutage auf der Fall ist, dass sie sehr übersexualisiert sind, sondern wirklich badass mit dem ganzen Götterkram drumherum. Geil as fuck. Wirklich, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Gott verdammt, wie gern würde ich in einer Welt leben, in der Amazonen wirklich zustande gekommen ist. Und ich finde es halt einfach von sofern interessant eben, dass man dieses Skript hier lesen kann. Und es gibt dem ganzen Werk was Besonderes, was man so bei den meisten Manga eben sonst nicht hat. Aber jetzt mein Fazit. Würde ich Duranki empfehlen? Ja oder nein? Jein. 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 Wenn ihr riesen Miura-Fans seid, dann ja. Ja, das Ding ist so gesehen von Studio Gaga, aber man merkt eben Miuras Handschrift mit drin. Es hat eine coole Welt und es macht Spaß, sich auch irgendwo vorzustellen, was hätte sein können. Gleichzeitig ist es allerdings auch frustrierend, weil eben plötzlich abruptes Ende und all diese coole Welt, dieses coole, bombastisch schöne Artwork, ja, das ist dann letztlich, es macht einen halt irgendwo auch traurig. Es macht einen auch traurig. Wo ich wiederum sagen würde, wo man es sich geben sollte, ist tatsächlich fürs Manuskript. Das ist sehr, sehr cool. Und ja, es ist schwierig, finde ich.
Also einerseits sage ich, ja, gebt's euch. Ich meine, das Werk selber kriegt von mir eine 7 von 10, weil es ist halt letzten Endes einfach nur der Band 1 von einer Geschichte, der einen riesen Epos hätte können. Stellt euch vor, Berserk wäre nach Band 1 beendet gewesen und wird halt abgebrochen worden. Dann wäre auch Berserk nach nur einem Band irgendwo cool gewesen zu lesen, aber eben irgendwie auch frustrierend. Und so ist es halt auch mit Duranki. Nur halt, wenn ihr es schuld, die normale Edition. Fallt nicht auf diese Abzocke von Panini rein, die einer bodenlosen Frechheit gleichkommt. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Duranki nun holen wollt, gerne über einen meiner Links kaufen. Entweder beim WhatsApp Johnny, guter Mann. Also wenn ihr lieber bei Comic-Händlern bestellt, dann eindeutig da. Ansonsten ist es auch ein Amazon-Link unten in der Beschreibung. Ansonsten über einen Daumen nach oben wünsche ich euch, über ein Abo sowieso und bleibt fit, sein. Danke fürs Zusehen und ciao.